Ja, hallo, machen wir heute wieder eine neue Runde Ghost Recon Wildlands. Mal schauen, wie wieder ein bisschen reinkommen. Ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich glaube, nur noch zwei gelbe machen hier. Eine ist wahrscheinlich der da. Das ist ein Sportwagen, den wir müssen holen. Zum Himmel so, dass wir aus dem Auto rausschiessen. Ah, ich hätte vielleicht sollen markieren. Wir wissen, wo El Politos Auto steht. Stehlen Sie es und meine Leute analysieren seine Navidaten. Gleich vor dem Altar. Dann schleiften sie ihn nach draußen und schlugen ihn weiter. Schön gemacht, Welt, aber Geschichte hat es nicht viel in dem Spiel. Ich habe diesen Tag nie vergessen und deswegen bin ich nie gefasst worden. Nicht wieder einen überfahren. Okay. Moment hier. La 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 la. Da biegen. Oi, mach Platz. Ai, ai, ai. Das Auto geht sehr schnell kaputt. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Ich glaube, ich muss schauen, dass sie mich nicht entdecken. Schauen sie ab, oder? Oh, wow. Das war doch schon gut. Abschuss. Bitte, hat mich einer gesehen. Könnt ihr doch mal Drohne einsetzen? Die Drohne ist oben. Markiere ein Tango. Einheimische in der Nähe. Da ist noch ein Tango. Ja. Ich sehe einen Narko. Nahe des Reifenstapels. Hab das Ziel. Erledigt. Den kann ich wahrscheinlich nicht einfach so geben. Durch. Deine. Mit dem sind's fünf. Ich sehe eine montierte Wand. Ziel markiert, behalte sein Umfeld im Auge. Einige Gegner, meine Drohne. Da ist noch einer, mach 10. Gefängnis. Nein! Das ist ja wirklich zum Verzweifeln. Was macht die da? Oh, ich noch nicht entdeckt habe. Das läuft schon wieder wie am Schnürli. Nein. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Das ist ein Treffer. Rein. Weiß ich mir jetzt gesehen. Weiß ich mir, ja. Oh. Scheiß Dreck. Scheiße, da war auch noch. Ah.
schmecken wir es halt so weg, geh da. Stecken gar klein, hä? Tango getroffen. Wow, da kommt auch noch einer um die Ecke um. Deckung suchen! Ui, ich bin verstört. Ich muss weg, 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 weg. Hatte ich. Schön. Der Hart ist ein Tango getroffen. Schwierig, es geht nicht immer. Manchmal prallt der Schuss ab. Hey, mit. Der da. Der freie Schuss. Sehr gut. Wen da? Tango ist tot. Tango. Alles sauber. Hat doch noch geklappt. Ich hatte Angst, dass sie mit dem Karre abhauen. Willst du den Ort noch Informationen absuchen? Komm zum Material mitnehmen, aber wo ist... Wo ist was? Hier ist Munition. Ah, das ist mühsam mit... Das ist genau der Vorgang. Irgendwo ist eine Nachschubkiste, aber mein Fernseher spiegelt. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Da haben wir auch noch Nachschubkiste. Die Bären. Waffenwechsel. Da vorn, ich sehe Politos Wagen. Bei den komischen Orden da. Was wird der nicht davor angezeigt? Hier irgendwo. Wo ist der? Wo ist der? Wo du bist? Oben, hm? Aber auch noch Nachschubkisten sind irgendwo. Das ist aber nicht. Suche. Was, wer, wer, wie, wo. Hier ist da jemand. Da wäre das Fahrzeug. A ti que eres joven. A ti que buscas una oportunidad para tener un futuro. Mutter der Orden ist oben drauf. Ohne Rebellen zum Freilassen. Wobei das ja eh nicht genützt hat, dass sie dann immer wieder die Lager. Wie haben wir? Die Lager sind dann immer wieder übernommen vom Gegner.
glaube, das ist erst, wenn du die Gegend eingenommen hast. Jetzt müssen wir auf das Dach. Ein Army Ranger, ein Recon Marine, ein SEAL und ein Delta Force. Wo geht's da rauf? Jetzt kommt's. Der Ranger fängt natürlich ich an muss zu kommen. Irgendwo Nachschub sein. Das ist garantiert auf dem Dach. Ich bin über Feindesland abgesprungen, 80 Kilometer marschiert und habe ein Dutzend Terroristen mit bloßen Händen getötet. Und der Marine so, gar nicht mal schlecht, aber ich bin im Dunkeln an der Küste gelandet, 100 Kilometer marschiert und habe 50 Terroristen mit... Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Das ist eine Auszeichnung? Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Oder von der Air Force oder so. Mehr aus, ne? Das ist das Erbe, das wir den nächsten Generationen hinterlassen. Generationen. Da, endlich mal ein gutes Auto. So, her mit dem. Was für ein Nobelhobel. Und das ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh halt, zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Juris und Polito Schlitten. Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Okay. Ich hab das Lampenputze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfell. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, hab ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Cool, dass das selber Auto hat und nicht nur so schwarten. Da. Wow, aber der bricht da raus. Ich will auf der Handbremse nicht ziehen bei dem. Nein! Vorne irgendwo rechts. Da. Jetzt auf okay, aussteigen. Jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Nomad, wir wissen endlich, wo Judy und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sind in einer Jagdhütte. Da muss ich Informationen holen zuerst. Mal ausprobieren, da so eine. Obwohl, auf komisch, ich muss eigentlich etwas sprengen. Bringen Sie sie unter die Erde. Kann ich doch da. Und zwar so, dass es nicht tut. Yeah. Wer fällt ein? Ja, genau. Jetzt hang ich fest. Ja. Die Steuerung ist speziell. Jetzt sind wir da wieder abhauen mit dem, was ich da ausmache.
Bilder sind. Drohne einsetzen. Sie alle im Gebäude hin. Hey, hier ist eine Gruppe Sicarios. Ich die Station übernehmen? Ist das so, Amy? Das Gefühl ist halt besser mal. Okay, oder was habe ich da nicht? Sturmgewehr. Hey, wir haben einen Narko. Bringen Sie einen der Stationseingänge? Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie. Nummer meine, muss ich da hier. Sprengsatz auslesen. Und jetzt? Und jetzt das Spiel, echt? Das ist doch auch eine Scheiße. Ja. Update, wir brauchen ein Update. Ja, dann wäre die Folge zu Ende. Was soll das?